So, ich bin gerade gestartet aus Gangareha. Gangareha seht ihr da hinter mir unten. Und zwar gehe ich jetzt ins Valley of Flowers. Der Beginn des Valleys ist nur 3 Kilometer entfernt. Ich bin gerade hier am Ticketbüro gewesen, habe meine 600 Rupi Eintrittsgebühr gezahlt. Das Ticketbüro ist nur 1 Kilometer entfernt von Gangareha und jetzt noch 2 Kilometer Spaziergang, dann müsste ich schon im Valley sein. Die Sonne scheint, alles super. Das Valley wurde 1931 wohl entdeckt von einem Briten. Das ist immer lustig, wie es in den Büchern steht, als ob die indische Kultur nicht viel, viel älter ist als die europäische. Da waren bestimmt schon tausend andere vor ihm da. Aber ja, der Brite hat es entdeckt. Und dort gibt es wohl über 300 verschiedene Pflanzen- oder Blumenarten. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt Juni, es blüht dort nicht. Jetzt kommt erst mit dem Monsun. Nach dem Monsun im August, da blüht es erst so richtig, da ist es so richtig schön. Leider ist dann schwierig zugänglich, das Tal. Ja, mal gucken, wie schön es trotzdem jetzt im Juni ist, obwohl es nicht so blüht. Ja, ich bin gespannt, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg und dann zeige ich euch mal nachher, wie das Valley of Flowers aussieht. Bis dann.